So, check, alles klar. So, zeig mal eure Schuhe da. Gut, dann schauen, wer hat die schönsten Schuhe da? Wow, die sind mega cool, die sind grün, die gefallen mir. Oder die pinken da. Ja, die gefallen mir sind so. Die finde ich cool. Wenn wir die Schuhe tauschen, ich gebe dir einen von mir und du kannst einen von mir. Ja, die gehen, deine Füße nicht Platz da drin. Ja, das sagst es du, he? Oder du, Kames. Gib mir einen, ich gebe dir meinen. Also komm, tauschen wir dann. Welchen willst du, den rechten oder den linken? Den rechten. Alles gut. Stinkt vielleicht ein bisschen, aber du bist ja gewöhnt, he? Yes! Das ist meine Trophäe vom heutigen Tag, he? Ich lege jetzt den da symbolisch hier an und ein bisschen rumhumpeln. Was denkt ihr, wieso habe ich so eine komische Schuhwelle? Ja, es passt nicht so braun und weiß. Habt ihr eine Idee? Ja. Ja, es ist zu weiss. Ja, das ist gut. Das muss lange. Oh, ja, jetzt habe ich es noch einen Bruder geschickt. Ich muss halt noch eins einstudieren. So. Bin nicht so gut wie sie. Ja, die Antwort auf die Frage ist relativ einfach, weil im letzten Teil, im Kapitel 4 von der Ruth, kommt es nämlich auch vor, dass irgendjemand mit einem anderen den Schuh tauscht. Und wir haben ein Video vorbereitet mit dieser Geschichte. Schaut euch das genau an und schaut auch, wer das mit wem den Schuh tauscht. Das ist nämlich nachher die Frage, oder? Und es hat noch ganz viel Mauam da drinnen. Darf ich euch bitten? Ruth, Kapitel 4. Der Boas, der ist zum Stadttor gegangen und hat dort auf den Löser gewartet. Der Löser, das ist der, der am nächsten verwandt war mit der Naomi. Und er war verpflichtet, das Land zu kaufen, wo der Naomi ihrem Ehemann gehört hat, einem Elimelech. Der Löser ist am Stadttor vorbeigegangen und der Boas hat gerade zu ihm gesagt, komm, komm zu mir, wir müssen etwas besprechen. Und der Löser ist gekommen. Dann ist der Boas noch zu den Ältesten gegangen und hat 10 von ihnen gebeten, auch mitzukommen. Und auch sie sind gekommen. Als sie alle versammelt waren, hat der Boas zum Löser gesagt, du weisst, Naomi ist aus dem Land von Moab zurückgekommen und sie verkauft jetzt das Feld, wo ihrem Ehemann Elimelech gehört hat. Und weil du der nächste Verwandte bist, kannst du es zuerst kaufen. Und der Löser hat gesagt, mal, das ist gut, ich kaufe das Land. Dann hat der Boas aber entgegnet, du musst wissen, an dem Tag, wo du das Land kaufst, musst du auch die Ruth heiraten, dass das Feld wieder einisch in der Familie von der Naomi ist. Dann hat aber der Löser geantwortet, ja, ich kann das Land nicht kaufen, ohne mein eigenes Erbe zu verderben. Aber kauf's doch du für mich, Boas. Und früher in Israel war das Sitte, wenn man etwas abgemacht hat, wenn man einen Vertrag geschlossen hat, dann hat man den Schuh abgezogen und ihm Vertragspartner gegeben. Und so war es auch dann. Der Löser hat dem Boas gesagt, kaufst du für mich, und er hat den Schuh abgezogen. Dann hat der Boas sich zu den Ältesten und dem ganzen Volk, der dort war, gewendet und hat gesagt, ihr seid heute Zeuge, dass ich alles, was der Naomi und ihrem Ehemann Elimelech gehört hat, gekauft habe. Dazu habe ich die Ruth, die Moabiterin, als Frau anerkannt. Das ganze Volk und die Ältesten, die im Stadttor versammelt waren, haben gejubelt und haben gesagt, ja, wir sind heute Zeugen, dass du alles gekauft hast. Die Ruth soll reich gesegnet sein. Ja, und so hat der Boas die Ruth geraten. Ich bin mir sicher, dass sie dann nicht derartige Musik haben. Aber ich denke, sie werden eine schöne Hochzeit haben. In der Bibel steht nicht so viel über das Hochzeit. Was wir aber wissen, ist, dass Gott der Ruth geschenkt hat, dass sie nach dem Hochzeit gleich schwanger geworden ist. Die Ruth war also schwanger.
und sie hat einen Sohn geboren. Den hat sie Obed getauft. Als die Nachbarinnen von der Naomi das gehört haben, haben sie mega Freude gehabt. Und sind zu der Naomi gegangen und haben gesagt, «Preise ist der Herr, dass er dir einen Enkelsohn geschenkt hat.» Und auch die Naomi hat Freude gehabt. Als der Obed genug gross war, hat ihn Trud der Naomi gegeben, dass die Naomi ihn aufziehen kann wie einen eigenen Sohn. Und das ist der letzte Teil dieser Geschichte. Ich habe geachtet. Wer hat mit wem den Schuh getauscht? Ja? Der Boas mit dem Löser. Weiss jemand, wie der Löser geheissen hat? Ja, ich weiss es auch nicht, weil es steht nämlich nicht in der Bibel, wie der geheissen hat. Genau. Also, er musste den Schuh tauschen, um das Feld zu kaufen, dass er die Ruth heiraten konnte, oder? Aber wieso ist das so wichtig? Wieso ist es wichtig, dass die Ruth wieder geheiratet hat? Ja? Zum was? Genau, hast du sehr recht, dass ein Mann das Feld zurückkauft, weil... Oh, voll daneben. Nur ein Mann konnte Land besitzen in dieser Zeit, aber zu dem erzähle ich noch etwas später. Es war eben so, zu dieser Zeit, wo die Ruth gelebt hat, hast du als Frau ohne Mann und ohne Kind eigentlich fast nicht überleben können. Du konntest nicht Familien ernähren, oder? Du hast dich selber ja so knapp über Wasser halten. Sie mussten gut Ehre zusammenlesen, oder? Dass sie irgendetwas zu essen hatte. Weil, wie der Nils schon gesagt hat, sie müssen das Feld kaufen. Und eine Frau hat gar kein Feld dürfen kaufen. Das ist nicht gegangen. Und wenn du kein Feld hast, kannst du nichts anpflanzen. Wenn du nichts anpflanzen kannst, kannst du nichts essen. Darum war es so wichtig, dass sie einen Mann hat. Weil der Mann hat nachher das Feld können haben, hat es pflanzen und hat Essen daraus generieren. Und was natürlich auch noch wichtig ist, wenn man ein Kind will, sollte man auch einen Mann haben. Und das war natürlich auch noch ein Wunsch von der Ruth, dass sie einen Mann hat, dass sie wieder einen Sohn oder überhaupt ein Kind haben kann. Und so sehen wir, Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Er hat alles zum Guten gewendet. Er hat sie gesegnet mit einem Mann. Aber jetzt, ja, wie können wir jetzt die Geschichte auf unser Leben abwälzen oder vergleichen? Ich meine, heutzutage, oder? Es ist eigentlich kein Problem, wenn du Single-Frau bist, oder? Du musst nicht einen Mann haben, dass du kannst überleben kannst. Du musst nicht einen Mann haben, dass du arbeiten kannst. Das ist eigentlich kein Problem, oder? Aber, müsst euch das mal vorstellen. Ruth ist an dem Punkt gestanden, wo die Naomi wieder zurück ist auf Israel, auf Bethlehem. Und sie konnte entscheiden, ja, gehe ich jetzt auf Israel oder bleibe ich zu Moab bei meinen Eltern. Und wenn du das jetzt logisch überlegst, sie hat genau gewusst, wenn ich auf Israel gehe, dann wartet gar nichts auf mich. Nichts. Da ist niemand, den ich kenne. Da ist niemand, wo mir etwas gibt. Da ist niemand, wo mir Geld geben kann. Niemand, wo mir Essen geben kann. Niemand, wo mir irgendwie eine Decke gibt, wenn es kalt ist in der Nacht. Nichts. Und Moab, ja, das sind meine Eltern, da kann ich wieder heiraten, da kann ich wieder ein normales Leben führen, da muss ich nicht bettelmausarm sein. Aber sie hat sich gleich für Israel entschieden. Also, das ist eigentlich nicht ganz putzt, würde ich jetzt mal sagen. Du kannst auswählen, gut oder schlecht, man nimmt das Gute. Ja, aber, hä? Ja, ich rühre jetzt da nicht alles umeinander. Aber was denkt ihr, wieso hat sich Ruth gleich für Israel entschieden? Das dürfen übrigens auch die mit den grauen Haaren etwas sagen. Und die noch nicht graue Haare haben, dürfen auch etwas sagen. Also die gerne einen Mauwarm haben, die sollen etwas sagen. Was denkt ihr, wieso hat sich Ruth entschieden, auf Israel zu gehen? Ja, Nils? Hast du es vergessen? Das ist auch gut. Ja, habe ich jemanden gesehen? Genau, sie wollte mit der Naomi mitgehen. Ich denke eben, es war so, dass Ruth durch die Naomi den Gott von Israel kennengelernt hat. Und sie hat ganz Vertrauen auf Gott gesetzt. Sie hat dem Gott so vertraut, wie die Naomi vertraut hat. Sie hat alles liegen, was sie daheim hatte, in Moab, die Eltern, eine gute Zukunft und gegen eine schlechte Zukunft eingetauscht. Nur um dem Gott näher zu sein. Um den Gott besser kennenzulernen. Um mit dem Volk zu leben, wo Gott gehört. Und wie wir wissen, hat Gott alles zum Guten gewendet. Er hat für Ruth gesorgt, er hat sie nicht im Stich gelassen. Sogar in ihrem Leben. Aber es steht jetzt
haben wir jetzt vorhin nicht gehört in der Geschichte, weil das geht noch viel weiter. Weil Gott hat sie nicht nur in ihrem Leben versorgt, sondern er hat noch viel, viel weiter hinterher etwas mega, mega Krasses gewirkt. Und zwar hat das mit ihrem Sohn zu tun. Weiss noch jemand, wie er geheissen hat? Der Sohn von der Ruth. Er hat so einen komischen Namen mit O und das ist nicht Otto. Ja? Jawohl. Obed. Obed hat er geheissen. Und das, der Obed, der hat wieder einen Sohn gehabt. Und der hat Isai geheissen. Und der Isai, der hat wieder Söhne gehabt. Und einer von den Söhnen war so ein gewisser David gewesen. Und der David, den kennen wir irgendwie einfach alle. Weil David, meine ich echt, was hat er gemacht in seinem Leben? Was hat er? Schafhirt, jawohl! Ich treffe nicht so gut heute. Der Goliath besiegt. Wer ist das gewesen? Harfe gespielt. Harfe gespielt. Psalmen geschrieben. Leuen tötet. Ja, genau. So, jetzt ist der fertig. Hat noch jemand eins? Etwas Wichtiges. Es ist so eine, wie sagst du? Wer hat gesagt, König geworden? Ja, genau, das wollte ich hören. Genau. Also, die Ruth war die Urgrossmutter vom König David. Die Urgrossmutter. Und stellt euch jetzt mal vor, ich wäre zu dieser Zeit, wo die Ruth auf dem Feld von Boas an der Ehre auflesen war, wäre zu der Ruth gegangen und gesagt, du Ruth, weißt du im Fall, du wirst eigentlich die Urgrosse vom berühmtesten König von ganz Israel. Was denkt ihr, hat mir die Ruth geglaubt? Ja, also, wenn ich die Ruth gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich mich ausgelacht und dachte, ja, ist klar. Also, ich bin Single, ich bin Ausländer, ich gehöre nicht zu dem Volk und ich werde eigentlich die Urgrossmutter vom grössten König. Ja. Erzähl das Märchen einem anderen. Aber so war es. Aber das Krasse ist, es ist ja nicht einmal bei dem geblieben. Die die Bibel schon ein bisschen besser kennen, die wissen, dass die Ruth noch von jemand ganz anderem vorfahren ist. Weiss es jemand? Und da muss ich jetzt schnell spoilern, das ist so eine klassische Sonntagsschulantwort. Wenn die Antwort nicht weisst, ist es meistens die. Und das ist? Ja, genau, es ist Jesus. Also wenn sie nicht weisst, ist es Jesus, oder? Ja, das hat jeder gewusst. Da können wir noch ein bisschen haben. Genau. Die Ruth steht in direkter Linie verwandt mit Jesus. Also, ich müsste jetzt 11-mal Ur sagen, dann wäre sie das Grosse von dem. Also, das Grosse von Jesus. Also, sehen wir, die Ruth hat zuerst durch eine krasse, schwierige Zeit müssen, wo sie nicht gewusst hat, was am nächsten Tag passiert, was sie am nächsten Tag essen soll, was sie am nächsten Tag anlegen soll, oder? Aber Gott hat sie aus dieser schwierigen Zeit herausgeführt. Und er hat etwas mega, mega Krasses daraus gemacht. Aber der Punkt ist gerade, Ruth hat das ja gar nicht miterlebt. Ruth war schon lange da, als Jesus geboren ist, oder der David. Der hat das gar nicht miterlebt. Sie hat das nicht gesehen, was ganz Krasses aus, sagen wir es, ihrem Blut rausgekommen ist. Aber, wie wir wissen, von dieser Geschichte, unser Gott, der ist zuverlässig und der ist treu. Und der lässt dich nie im Stich. Das ist so krass. Und ich glaube fest daran, dass Gott auch aus deiner schwierigen Zeit etwas mega, mega Grosses machen kann. Weil wir wissen, Gott ist treu. Und ich frage jetzt, es gibt für diese Frage kein Maul an, weil sonst kann ich das Kistchen gerade ausrühren. Wer hat auch schon mal irgendwie schwierige Zeiten im Leben? Wir müssen nicht unbedingt strecken, spielt nicht eine Rolle. Ich glaube, es hat jeder mal schon irgendetwas Schwieriges erlebt. Und ich wollte euch ein bisschen erzählen, wie es bei mir war. Und jetzt ist ganz wichtig, das dient nicht als gutes Beispiel. Es ist einfach meine Geschichte und ob das gut war oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Und zwar bin ich mal an dem Punkt gestanden, wo, glaube ich, jeder Christ einmal drin steht. Irgendeinmal kommt jeder Christ an diesen Punkt. Und zwar habe ich mich gefragt, ja, gibt es den Gott wirklich? Ist der wirklich da? Stimmt das, was in der Bibel drin steht? All die Wunder. Wenn ich bete, rede ich dann nicht einfach ein paar Worte in die Luft aus, wenn es gut ist? Oder gehört er mich wirklich? Ist er da? All so Zeug habe ich mich gefragt. Und irgendwann bin ich auf die Frage gekommen, ja, will ich mit Gott leben oder will ich ohne Gott leben? Und ich habe mir schon im Kopf überlegt, ja, wenn ich ohne Gott leben will, ja, dann gehe ich aus der Kirche, dann schaue ich, dass ich meine christlichen Kollegen nicht finde, nicht mehr treffe, mache ich Schluss mit meiner Freundin, ziehe ich aus bei meinen Eltern, dass ich nicht bei diesen Christen wohnen muss, ich gehe sonst an einem Ort wohnen und habe mir alles zurechtgelegt im Kopf, was ich machen kann. Und das hat so gemacht, ich wäre weg gewesen. Aber irgendwie habe ich dann gleich gemerkt, ja, ich habe den Gott nicht einfach aus meinem Leben verbannt. Das geht irgendwie nicht. Weil irgendwo habe ich gleich gewusst,
Und das ist wahr. Und dann habe ich mich dazu entschieden, jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit einfach durchzubeissen. Und zu wissen, ja, ich spüre vielleicht jetzt Gott nicht, ich habe das Gefühl, er ist nicht da, ich habe das Gefühl, er hört mich nicht. Ich beisse jetzt einfach durch und schaue, wie es weitergeht. Und dass ich heute vorne stehe, zeigt euch ja, dass ich jetzt mit Gott unterwegs bin, noch viel mehr als davor. Und wie wir aus der Geschichte von der Ruth lernen, lohnt es sich, wenn man auf Gott vertraut. Also die Ruth hat zuerst vertraut auf Gott und Gott hat dann etwas krasses, grosses daraus gemacht. Aber auch wenn du gerade nicht in schwierigen Zeiten bist, wenn du gerade schöne Zeiten hast, wenn du in der Schule alles gut läuft, im Job, in der Ehe, mit den Kindern, alles gut läuft, kannst du gleich auf Gott vertrauen. Weil es gibt überall schwierige Zeiten. Und wir müssen auch nicht weit suchen. Es hat hier, in dieser Kirche, in diesem Raum, wo wir jetzt gerade sind, hat es Leute, die stehen in mega dunklen Zeiten. Die haben es nicht einfach. Es ist schwierig. Und wenn es dir gut geht, will ich dich herausfordern, für die Geschwister zu beten, wo es gerade nicht gut geht. Und so dein Vertrauen auf Gott setzen. Und wenn du gerade heute, jetzt in dem Moment, wo du da hockst, in schwierigen Zeiten stehst, dann werde ich dir sagen, dass ich heute da vorne stehe, um dir zu sagen, Entschuldigung, dass Gott treu ist. Gott ist gut. Und er lässt dich nicht im Stich. Wenn du auf Gott vertraust, wird er in deinem Leben krasses Zeug machen. Im Jakobus 5, 16 bis 18 steht noch etwas, das ich euch vorlesen kann. Und ich kann nicht so gut lesen. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land brachte wieder seine Frucht hervor. Also in diesem Bibelvers sehen wir, dass das Gebet mega krasse Wirkung hat. Und gerade in den letzten 2 Versen, wo er sagt, hey, der Elia war ein Mensch wie wir. Und die Elia kennen, wissen, was er alles gemacht hat. Darum wollte ich euch sagen heute, hey, du musst nicht geistlich sein. Du musst nicht mega krass gebildet sein mit Gott, dass deine Gebete Wirkung haben. Ich glaube nicht, dass mein Gebet weniger Wirkung hat, wie das von einem Pfarrer oder so. Und ganz wichtig, noch viel wichtiger ist, es spielt auch keine Rolle, ob du ein Kind bist, ein Teenie bist oder erwachsen. Es steht jetzt in diesem Bibelvers, wenn du nach Gottes Willen lebst und ihm vertraust, dann haben deine Gebete Kraft, deine Gebete Wirkung. Und es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Es spielt keine Rolle, ob du schon lange im Glauben bist oder nicht. Dein Vertrauen und dein Leben nach Gottes Willen. Aber vielleicht ist es vielleicht ein bisschen so wie bei der Ruth. Und du bist in schwierigen Zeiten und du fragst dich, wo Gott ist. Und ich will dir sagen, Gott ist da und er sieht dein Leiden. Und er wird dir helfen. Und vielleicht ist es halt ein bisschen so wie bei der Ruth, dass es längere Zeit geht. Oder dass du das krasse Wirken gar nicht in deinem Leben siehst. Sondern viel später erst sichtbar wird. Und gleich, unser Gott ist der allmächtige Gott. Jedes Mal, wenn ich das Wort ausspreche, muss ich mir überlegen, was bedeutet allmächtig? Mächtig ist krass, aber allmächtig, das bedeutet, der Gott, der kann Sachen machen, die können wir uns nicht einmal vorstellen. Und der allmächtige Gott, der sieht dich. Und der weiß, wie es dir nicht gut geht. Und der weiß, dass du auf ihn vertraust. Und wenn du auf ihn vertraust, bin ich mir sicher, dass Gott das Vertrauen belohnt. Weil Gott, wie wir in der Geschichte von der Ruth gehört haben, er schreibt Geschichte mit dir und mit mir. Mit der Ruth hat er Geschichte geschrieben für ganz Israel und sogar noch für uns. Weil sie ist Vorfahren von Jesus und dieser Jesus, der prägt unser Leben. Ja, ich sage, ich weiß nicht, wie lange das die Erde noch gibt, aber 4-5'000 Jahre prägt er unser Leben. Und sie war die Urgroßmutter. Vom Niemer, vom Ausländer, vom Single zu der Urgroßmutter von Jesus.
Gott schreibt Geschichte mit uns. Amen.